Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Als nächstes spielen wir die Mission Stinkende Kanäle. Ja, Stinkende Kanäle, das erste rattenbasierte Level dieses Spiels und wie ich die beiden rattenbasierten Level hasse. Naja. Ivo, was stinkt hier so? Muss von dort unten kommen, aus der Kanalisation. Stinkt schlimmer als deine Käsefüße und schlimmer als dieser Witz. Finde die Keycard, um Zutritt zum Haupttunnel zu bekommen. Aktiviere die großen Hähne wieder und verschaff dir Zutritt zum Rattenloch des Königs. Rattenloch des Königs. Ja, also der Rattenkönig, das wird ja interessant. Und Hähne, sind damit die Tiere gemeint oder Wasserhähne? Das ist immer sehr schwer zu verstehen in diesen Missionsbeschreibungen. In einem Spiel, in dem es um maschinelle Tiere geht. Naja. Okay, hier hinter uns haben wir direkt mal eine komisch aussehende Tür. Wenn wir da drauf ballern, sehen wir, die geht nicht auf. Wir sind der Raketenhund in diesem rattenbasierten Level, was sehr gut für uns ist. Denn wir haben schon gesehen, dass der Raketenhund sehr effektiv da drin ist, Ratten zu erledigen. Davon haben wir ein radioaktives Fass stehen. Aber da ist nur ein radioaktives Symbol drauf. Wir können drauf ballern und die Dinger explodieren, aber zum Glück wird dadurch nichts verseucht. Wir nehmen allerdings schon Schaden, wenn wir in der Nähe der Explosion stehen würden. Also passt auf, dass ihr nicht in der Nähe dieser Explosion steht, wenn ihr dieses Ding in die Luft jagt. So, davon haben wir schon ein paar Kronen an den Wänden. Dann gucken wir doch mal, was wir da hinten haben. Da stehen ein paar Ratten hinter. Die ist aber doch nur für Könige, Ivo. Ja, da hätten wir jetzt auch drauf kommen können. Ja, das hier ist allerdings schon das Rattenloch des Königs, in das wir momentan nicht rein können, weil wir halt noch kein König sind. Da liegt ein Misthaufen, Jamlecker und ein weiteres nicht wirklich radioaktives Fass. Ja, diese radioaktiven Fässer haben keinen großartigen Sinn in diesem Level. Aber na gut. Ein bisschen was tun sie schon, da kommen wir später noch zu. Da haben wir auch schon die ersten Ratten, dann feuern wir mal auf die Ratte da unten rechts, ja, und schießen stattdessen die oben links ab. Gute Arbeit, Raketenhund, naja, soll mir auch recht sein. Ich habe keine Ahnung, was diese Ratte da oben auf dem Rohr gemacht hat, aber gut. Ja, die, jawohl, die zweite haben wir auch erwischt. Und dann gehen wir mal in die Ratte rein, denn an den meisten Stellen in diesem Level hier werden wir nicht kommen, wenn wir so ein großer Raketenhund sind. Ja, da vorne haben wir violette Energiezellen, in die wir momentan nicht rankommen. Hier vorne liegt Energie, dann, die sollten wir uns merken, für den Fall, dass wir viel Schaden nehmen. Und ja, jetzt geht's also los, Ratten zu kontrollieren und mit Ratten gegen Ratten zu kämpfen und ähnliches. Aber erstmal demonstrieren wir jetzt erstmal was anderes. Hier vorne liegt ja noch dieser Misthaufen. Aha, Spiel ab 0. Wir essen mit dieser Ratte jetzt Misthaufen und damit regenerieren wir sogar ein bisschen Energie. Huhu. Ja, und hier drin können wir jetzt nur mit der Ratte rumlaufen, weil ansonsten da vorne die Rohre zu viel Platz einnehmen würden, als dass wir mit dem Hund hier reinfahren könnten. Und in diesen engen Gängen hier können wir uns generell, wie gesagt, auch nur als so ein flaches Tier wie eine Ratte bewegen. Wir haben schon ein paar andere Ratten hier drin gesehen, aber die tun uns nichts, solange wir ihnen nichts tun. Solange wir dann selbst eine Ratte sind, solange sehen sie uns als neutralen, Charakter an. Und hier vorne haben wir jetzt eine sehr gefährliche Stelle in diesem Level. Da vorne ist ein Fuchs auf Rädern, den wir besiegen müssen und wir sind nur eine Ratte. Aber naja, wir haben schon gesehen, Ratten können Minen legen, in die wir die Gegner reinlocken können. Also müssen wir gucken, dass der Fuchs uns folgt und immer in unsere Minen reinfährt. Tja, die KI kann das deutlich besser als ich. Ich bin da nicht so gut drin. Aber mal gucken, ob wir es halbwegs hinkriegen, ohne zu sterben. Im Notfall müssen wir halt wieder rausfahren. Jawohl, da hat sich an dem Misthaufen festgesetzt. Das war sehr gut für uns. Dann futtern wir doch direkt mal den Misthaufen. Njam, njam, njam. Ja, und furzen einmal auf den Boden. Das ist ein wunderbar appetitliches Level hier. Ich hoffe, ihr frühstückt gerade nicht oder esst zu Mittag oder esst zu Abend, was auch immer ihr gerade tut. Und dann gehen wir mit der Ratte erstmal wieder hier vorne in den Gang, um die anderen Ratten zu erledigen. Denn wir müssen jetzt mit dem Fuchs hier rausfahren. Wenn wir allerdings mit dem Fuchs aus diesem Loch da vorne rausfahren, werden die beiden Ratten uns angreifen, Minen hier hinlegen und wir werden vermutlich sterben. Also versuchen wir die Ratten, die hier in dem Gang rumfahren, mit unseren Minen zu sprengen. Denn solange die gegnerischen Ratten hier in die Minen reinfahren, werden sie nicht versuchen, uns anzugreifen. Allerdings werden sie zurückbeißen, wenn wir zum Beißen an sie ranfahren. Also, wie schon gesagt, ouch, Mist, jetzt habe ich mich aus Versehen selbst gesprengt. Fahren wir an sie ran und versuchen, sie mit den Minen zu sprengen, anstatt mit den Bissattacken. Mit den Bissattacken können wir anfangen, wenn die Gegner sowieso schon super viel Schaden genommen haben. So, dann schnappen wir uns erstmal die Energie hier hinten in der Ecke, damit wir nicht ganz so niedrig sind und uns nicht aus Versehen selbst sprengen. Und da ist auch schon die gegnerische Ratte in unsere Mine reingefahren. Wunderbar, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt freien Weg, um den Fuchs auf Rädern zu holen. Und mit dem Fuchs auf Rädern dieses Gebiet hier vorne zu verlassen, ohne von Ratten genervt zu werden. Yay. Ach, nicht mal mit dem Warp-Antrieb kommt er hier hoch. Na, dann eben mit ein bisschen Anlauf. Wusch, leider ist der Fuchs hier nicht ganz so leicht wie die Ratten. Bam. Und mit dem Warp-Antrieb voll in die Wand. Das muss doch wehtun. Tja, leider ist es hier vorne ein bisschen eng, um sich mit so einem langen Tier wie dem Fuchs hier durchzubewegen. Aber gut. Zugegebenermaßen kontrolliere ich ihn gerade auch ziemlich grauenhaft.
Ja, wunderschön. Jetzt können wir mit dem Fuchs nämlich hier vorne weiter. Erstmal haben wir hier vorne eine Tür. Du brauchst eine Keycard, Dummerchen, für die wir die Keycard brauchen, die wir ja per Missionsziel auch holen müssen. So, was ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe, was allerdings hier vorne jetzt ein Problem wäre, wenn wir mit einer Ratte hier ins Wasser fahren, dann sinken wir einfach auf den Grund, denn die Ratten schwimmen nicht oben, sondern fahren auf dem Boden in Wasser. Weil sie wahrscheinlich irgendwie zu schwer sind, Fragezeichen, was auch immer. Ja, der Fuchs allerdings schwimmt oben und kann als einziges der hier vorne auf der anderen Seite weiter. Der Raketenhund wäre hier nämlich mal wieder zu hoch für gewesen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt Ratten im Nahkampf besiegen. Was allerdings mit dem Fuchs nicht zu schwierig ist, da sie recht schnell sterben und sich ab und an mal selbst sprengen, weil es hier mehrere Ratten sind, die sich auch gegenseitig bekämpfen. Uah. Ja, da ist wieder ein Misthaufen und da steht noch eine Ratte. Okay, das ist eine passive Ratte. Das finde ich gut. Dann erledigen wir diese passive Ratte halt und schnappen uns die mal eben. So, dann essen wir den Misthaufen, füllen also ein bisschen Energie gleichzeitig wieder auf und dann fressen wir die andere Ratte hier vorne einfach, die sowieso schon Schaden genommen hat. Wunderbar. Und hinter dieser Tür haben wir mal wieder FSK 0, einen toten Humanoiden, dem wir eine Keycard abnehmen. Yay. Yeah. Aufgabe erfüllt, du hast eine Keycard gefunden. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, hier hinten sollten genau noch violette Energiezellen liegen. Ja, sehr schön, sehr schön. Sind wir mal wenigstens so nett und verursachen da drin keine radioaktive Verseuchung, indem wir die Fässer zerstören, sondern bewegen uns einfach hier vorne weiter durch das Level. Wir schnappen uns einmal die Energie, denn wir haben schon wieder ein Drittel unserer HP verloren gehabt. Und hier sehen wir jetzt, wenn wir mit der Ratte ins Wasser fallen, dann fahren wir in der Tat auf dem Grund. So, mit dieser Ratte können wir jetzt hier vorne durch die Kika-Türe. Und es ist auch praktischer, hier die Ratte jetzt zu haben als den Fuchs, denn dahinter werden wir gleich sehen, Zutritt gewährt! Werden uns natürlich, was auch sonst, noch mehr Ratten erwarten, die uns jetzt völlig ignorieren, weil wir selbst Ratten sind. Wuhu, naja, wir sind eine Ratte, wir sind nicht Ratten. Aber wir können Ratten sein, wenn wir andere Ratten übernehmen, aber leider können wir nicht mehrere gleichzeitig übernehmen. Ah, das ist so kompliziert. Da hinten sehen wir einen weiteren Raketenhund und eine violette Energiezelle. Yay, irgendwie müssen wir zu dem Raketenhund hinkommen. Hier vorne sehen wir jetzt erstmal die beiden großen Hähne, die wir aktivieren müssen. Das sind also in der Tat keine maschinellen Hahntiere, sondern es sind tatsächlich Wasserhähne. Und ein weiterer Misthaufen, den wir fressen können. Yay. Ja, diese Fässer hier blockieren uns jetzt tatsächlich mal den Weg. Wenn wir jetzt irgendwas mit Raketen hätten, könnten wir das einfach aus der Ferne abschießen. So müssen wir halt Minen davor legen und warten, bis sie explodieren. Bam, und dann gibt es eine Kettenreaktion und der Weg ist frei. So, hier können wir den ersten Hahn aktivieren. Wupp, 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 wupp. Und das Wasser fließt, naja, zumindest zur Hälfte wieder in den Raum. Die andere Hälfte füllen wir, indem wir den anderen Hahn aktivieren. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Aber wie soll das nur funktionieren? Ja, jetzt gehen wir erstmal hier vorne rein und sehen, da vorne schwimmt ein Hund. Ein stinknormaler wohlgemerkt. Und weil wir jetzt das Wasser schon angehoben haben, haben wir jetzt ein ziemliches Problem, den Kerl da vorne zu erreichen, weil die Ratte da nicht so wirklich richtig gut drankommt. Das ist ein ziemlicher Denkfehler, habe ich so das Gefühl, in diesem Level. Ich glaube, man hat erwartet, dass man sich den Hund hier rausholt, ja, noch bevor man das Wasser hebt. Aber zum Glück können wir uns mit Ivo so bewegen. Denn Ivo sinkt nicht auf den Grund des Wassers, sondern wir können mit Ivo so zu dem Hund rüberschwimmen und ihn für unsere Zwecke benutzen, um hier diese Fässer wieder in die Mitte zu schieben. Ja, was heißt wieder? Beim letzten Mal, als wir die Fässer zum Wasser überqueren schieben mussten, haben wir es einfach übersprungen, indem wir uns stattdessen ein Schaf genommen haben und von einem Wasserhahn gesprungen sind. Ja, also, wir können diese Fässer hier nicht zerstören, auch wenn wir sie beißen. Wir hören nur den Biss-Sound. Es sind in der Tat keine Energiekisten, sondern sie sind benötigt, um hier auf die andere Seite rüberzukommen. Von daher sind sie clevererweise unzerstörbar. Es ist allerdings möglich, die Fässer so in die Ecken zu setzen, dass man da mehr oder weniger nicht mehr drankommen kann und dann völlig in einem Level festhängen und neu starten muss. Was wieder irgendwie stark nach Denkfehler klingt. Ja, da vorne kommen wir nicht durch, weil der Hund zu hoch ist. Da vorne haben wir eine merkwürdige Türe mit Keycard-Aktivierung. Und hier ist der Raketenhund! So wie der andere Wasserhahn. Tada! Aufgabe erfüllt! Du hast die großen Hähne aktiviert. Wunderbar! Ja, wir sind jetzt der Raketenhund geworden, während sich das Becken füllt. Wunderschön, wunderschön. Und wir fahren währenddessen gegen eine Wand. So, jetzt brauchen wir eine Ratte hier auf der Seite. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, eine Ratte auf die andere Seite rüber zu bekommen, auch wenn es erstmal unmöglich aussieht. Denn wir können die deaktivierten Tiere im Wasser rumschieben und das relativ problemlos. Das heißt, wir müssen einfach nur eine der deaktivierten Ratten, die glücklicherweise nicht am Boden rumschwimmen, warum auch immer, das macht eigentlich keinen Sinn, aber gut. Die Ratten, die da vorne deaktiviert im Wasser rumtreiben, einfach auf die andere Seite schieben, wie wir gerade gesehen haben. Und schon haben wir eine Ratte hier drüben und können da vorne diese Unterführung nehmen. Aber bevor wir durch diese Unterführung nehmen, sollten wir etwas tun, was man allerdings nicht machen muss. Es vereinfacht dieses Level aber ungemein.
Wir aktivieren hier vorne diese Tür, gehen mit dem Raketenunter rein, lasst euch hier drin bloß nicht einsperren. Und dann können wir einfach nur mit Ivo zu der Ratte zurückkrabbeln und den Hund in diesen komischen Zwischengang da vorne zurücklassen. Tja, wofür soll das nur gut sein? Da werden wir noch zu kommen, liebe Leute. Das ist einer der größten Vorteile, den ihr euch überhaupt verschaffen könnt. Ansonsten wird der Part, den wir hier gleich spielen werden, sehr schwer. So, hier in dieser kleinen Mini-Labyrinth-Unterführung haben wir eine violette Energiezelle und einen Misthaufen und ziemlich viele Gänge, also guckt, dass ihr auf jeden Fall alles hier drin mitnehmt. Hier drin ist es ziemlich leicht, mal irgendwie eine violette Energiezelle oder so zu übersehen. Und dann fehlen uns am Ende des Levels welche. So, da ist die andere violette Energiezelle, wunderbar. Jetzt müssten wir uns eigentlich schon hier vorne dem Ausgang nähern. Ja, so riesig ist diese Unterführung hier vorne nicht, dieses Unterführungsgebiet. Und hier ist es das Klo! Und der Rattenkönig. Was ein schönes Geräusch. Ja, das ist er, der Rattenkönig, der Gift versprühen kann. Zum Glück sind wir momentan selbst eine Ratte, weshalb er und seine Rattenkollegen uns nichts tun. Der Rattenkönig hat als Fähigkeit, dass er andere Ratten kommandieren kann und seine Giftwolke selbst ist eigentlich ziemlich unnütz. Aber dadurch, dass er halt eine ganze Rattenarmee befehligen kann, ist er ziemlich gut, eigentlich, in der Theorie. In der Theorie. Warum nur in der Theorie? Dazu kommen wir später noch. Die Ratten sind in der Tat ziemlich gefährlich für uns. Und wenn wir jetzt mit unserer Ratte da unten einen Krieg anzetteln, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was passiert. Da kommen dann plötzlich 4 Minen und eine Giftwolke und mehrere Bisswunden auf uns zu. Und ein ziemlich schneller Tod. Und pling, wir haben den letzten Misthaufen des Levels gefressen und die in der Tat braune Trophäe dieses Levels aktiviert. Ich weiß nicht, warum die Trophäe dieses Levels nicht golden, sondern ernsthaft braun ist, weil wir hier Mist fressen. Na ehrlich, dass man die Trophäe überhaupt dadurch bekommt, dass wir Schitte fressen, ich glaub's echt nicht. Das ist wirklich eine der merkwürdigsten Nebenaufgaben. Ja, aber hier vorne sehen wir, wir kommen jetzt an unseren Raketenhund ran und der Rattenkönig hat seine Armee auf uns geschickt. Wir sind hier etwas zu nah an ihn rangekommen. Wir könnten jetzt nämlich einfach auf Abstand bleiben und von hier oben aus sicherer Entfernung auf seine Armee schießen und alles vernichten, ohne uns wirklich mit den Ratten anlegen zu müssen, was ein unglaublicher Vorteil ist, denn wie gesagt, diese Ratten töten einen innerhalb von wenigen Sekunden, wenn wir da unten Krieg anzetteln würden. Aber es ist schaffbar. Ich habe es auch schon mal einfach nur mit einer Ratte erledigt, erinnere ich mich, aber es dauert eine Weile. Ja, so ist es auf jeden Fall deutlich, wie gesagt, einfacher. Wir haben seine Ratten ziemlich schnell erledigt, bis auf die eine da, die sich irgendwie verkrümelt hat, gerade eben, als sie uns angegriffen hat. Bam! So, und jetzt ist nur noch der Rattenkönig übrig. Bam! Sollen wir uns eine Ratte nehmen und ihn mit einer anderen Ratte erledigen, oder sollen wir ihn einfach erschießen? Er lebt. Mein Gott, der schwankt ja noch nicht mal. Komm schon! Ja, jetzt schwankt er. Bam! Erledigt. Und jetzt können wir uns in den Rattenkönig transformieren. Also Zeit für ein neues Bio. Schick. Typ Rattenkönig, Königsratte. Umgebung Europa, Fähigkeit A, Rattengift. Fähigkeit B, Rattenarmee. Wasserresistenz, okay. Masse Mittel, Panzerung leicht. Stärke Mittel, Zugkraft Durchschnitt. Fallhöhe Mittel, Produktion Mittel. Antrieb Diesel, Intelligenz sehr hoch. Aha, die Intelligenz von dem Vieh soll also sehr hoch sein. Das ist sehr interessant. Uns fehlen immer noch violette Energiezellen, um dieses Level sicher zu beenden. Aber ich bin mir recht sicher, ich weiß, wo die sind. Und ich glaube, wir haben alle bis zu diesem Punkt hier gesammelt, die wir sammeln konnten. Ja, wir können jetzt diese schöne Giftwolkenattacke, die wie gesagt so gut wie überhaupt keinen Schaden macht, deswegen benutzen wir sie auch gar nicht. Großartig, zum Glück sind ja auch gar keine Gegner mehr in dem Level, fällt mir gerade ein, die wir jetzt überhaupt damit eingasen könnten. Also ja, dann fahren wir mal rüber in das Rattenloch des Königs, aber vorher nehmen wir uns natürlich die Trophäe dieses Levels mit. Den großen Misthaufen. Ehrlich, eine Trophäe, die man dadurch erhält, dass man Mist futtert und dann ist die Trophäe ein Misthaufen. Bäh. Warum? Ehrlich, warum? Warum hätte man nicht einfach alle Fässer zerstören können? Dann kriegt man ein goldenes, atomverseuchtes Fass. Radioaktiv, na egal. Ja, hier haben wir jetzt das Rattenloch des Königs und wir sehen, wenn wir als Rattenkönig ranfahren, Aufgabe erfüllt, willkommen im Rattenloch des Königs. Aktivieren die Ratten da drin für uns die beiden Schalter und lassen uns rein. Teleporter aktiv. Da hat jemand beim Typen gestottert, sieht's aus. Ja, ne, hier sind also jetzt die Ratten, die momentan noch nicht auf uns hören, weil sie momentan noch dazu geskriptet sind, hier zu stehen und uns rechts und links, Durchgang zu gewähren. Aber hier hinten liegen noch die restlichen violetten Energiezellen. Rum! Und jetzt haben wir alle gesammelt. Wenn wir jetzt aber zu den Ratten zurückfahren, dann sollten sie eigentlich ja genau zu unserer Armee werden. Und wir können jetzt die Trompete blasen, um die Ratten angreifen zu lassen. Allerdings ist diese Fähigkeit leider, wie sollte es auch anders sein, verbuggt. Und die Ratten, solange sie unter unserem Kommando stehen, können nicht kämpfen. Dies ist die sinnloseste Rattenarmee der Welt.
Außerdem sind sie strohdumm. Im Gegensatz zu ihrem Bio, das sagt, dass sie angeblich intelligent sind. Sie sind gerade alle ins Wasser gefallen, als wir über eine Brücke gefahren sind. Wunderbar. Und da haben wir das Ziel dieses Levels erreicht. Yay. Da können wir uns so richtig drauf freuen, wenn wir im nächsten Level den Rattenkönig spielen dürfen und dann eine völlig nutzlose Rattenarmee hinter uns herfahren haben. Das wird ein Trauerspiel. Rad-O-Matic ist die nächste Mission. Was sollte es auch sonst sein? Ich hasse Rad-O-Matic. Rad-O-Matic ist eine der Missionen, für die ich am längsten gebraucht habe, um sie von allen Missionen dieses Spiels irgendwann mal zu kapieren. Also bis zum nächsten Mal, wenn wir eine der nervigsten Missionen des Spiels herausfordern. Bis dahin, ciao!